Am Samstag, den 17. November, fand in Beratzhausen die Verleihung des Literaturpreises des Oberpfälzer Juras statt. Im Bürgersaal des Zehenstadels lud der Markt Beratzhausen zum Festakt zahlreiche literarische Künstler und Verantwortliche aus Kultur und Politik, um Herrn Norbert Neugierk die Auszeichnung für das Jahr 2012 zu überreichen. Neben der Begrüßung durch Bürgermeister Konrad Mayer, dem Grußwort des Bezirkstagspräsidenten Franz Löffler und dem Resümee der verantwortlichen Dr. Christine Riedl-Falder war natürlich die Laudatio von Kulturreferent Michael Eibl ein wichtiger Punkt des Abends. Die Dankesworte und die Lesung des Preisträgers konnten nichts anderes als Heiterkeit und scharfzüngige Texte versprechen und hielt es auch. Zehenstadel nach Beratzhausen gekommen sind, der Gott sei Dank erhalten geblieben ist. Ich habe mir sagen lassen, mit einer Stimme Mehrheit wurde die Renovierung dieses altehrwürdigen Gebäudes durchgesetzt. Und so haben wir Glück, heute Abend hier zu sitzen und nicht im Freien oder in einer Garage oder so. Der Literaturpreis des Oberpfälzer Juras, verliehen an Norbert Neugierk, für die Jury und die anwesenden Besucher eine eindeutige Sache. Glückwunsch auch dem Markt Beratzhausen, der wieder einen Eintrag einer Berühmtheit in ihrem goldenen Buch hat. Ein wirklich schöner und harmonischer Abend mit Musik und Kultur. Auf Wiedersehen im Markt Beratzhausen, wenn es wieder einmal heißt, Literaturpreisverleihung. Vielleicht erhalten Sie ihn ja selbst.